Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in unserem Safari-Park. Ja, wir sind hier gerade in unserem neuen Pflanzenfressergehege und es ist wirklich schon sehr, sehr schön und idyllisch geworden. Richtig, richtig viele Pflanzenfresser. Ich glaube, insgesamt sind es 25, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihr seht, also die gehen auch wirklich hier in den Wald und zu den Futterstationen. Das heißt, man sieht die wirklich gut, wenn man hier durch den engen Dschungel mit einer Gyrosphäre, heißen sie, glaube ich, durchfährt. Also das ist mega, mega nice schon, mega cool. Allerdings gefällt mir das Ganze von außen hier noch nicht so gut. Da will ich mich jetzt heute auf jeden Fall ranmachen. Wir müssen hier noch was machen, wir müssen hier vorne noch was bauen, wir müssen den Zaun noch ein bisschen abändern und so weiter. Aber genau das möchte ich mir heute vornehmen. Und ich hoffe, dafür finden wir heute eine gute und annehmbare Lösung. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Also als allererstes habe ich mir vorgestellt tatsächlich, dass wir hier am Rand auf jeden Fall eine Einschienenbahnstation machen. Weil dann kann man auch hier aussteigen. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich bin auch tatsächlich am Überlegen, ob nicht vielleicht die Einschienenbahn der einzige Weg sein sollte, wie man dann im Endeffekt zu der Gyro-Station kommen kann. Also das heißt, dass ich die nicht direkt hier mit dem Weg verbinde, sondern dass sie nur von hier zu erreichen ist. Das heißt, man muss mit der Einschienenbahn fahren, um dann im Endeffekt in dieses Gehege zu kommen. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee, weil dann kann man hier oben rein theoretisch lang gehen, kann dann hier einen Blick erhaschen auf unsere Pflanzenfresser. Und dann denkt man sich so, oh, da will ich unbedingt hin. Und dann geht man hier weiter bis zur Einschienenbahn und dann kann man direkt hier hinfahren und dann mit der Gyrostation oder mit den Gyrosphären nochmal eine genauere Safari unternehmen. Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ich hoffe, die gefällt euch auch. Aber wir schauen mal. Vielleicht verbinden wir es auch mit dem Weg. Ich bin mir da noch sehr unsicher. So, wir müssen natürlich jetzt auch hier die die Strecke durch das Gehege bringen. Das Problem ist nur, ich würde zwar durch den Wald hier gehen, aber ich möchte eigentlich nicht, dass so viele Bäume verloren gehen. Wir schauen mal, was das Klügste wäre. Das wird wahrscheinlich auch doof aussehen, wenn ich hier mitten durchgehe, ne? Vielleicht sollten wir wirklich hier am Rand uns entlanghangeln. Und dann müssen wir halt in Kauf nehmen, dass ein paar Bäumchen und so verloren gehen. Das ist dann leider so, aber ja, halb so wild. Wir schauen uns die Strecke auf jeden Fall dann nochmal an und gucken dann mal, ob das so schlimm ist. Aber es geht eigentlich klar, ne? Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Ist eigentlich noch ganz cool. So, dann können wir einfach relativ gerade hier verbinden. Das geht auf jeden Fall klar, denke ich. Da schlängelt sich unsere Einschienbahn schon ganz schön weit durch unseren Park. Am Ende möchte ich natürlich auch, dass sie dann hier wieder verbunden wird, glaube ich. Das weiß ich noch gar nicht ganz genau, ob ich das möchte oder nicht. Aber das wird sich dann herausstellen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall uns für diese Ecke hier was überlegen, weil das wird sau, sau schwierig. Wir müssen auf jeden Fall den Zaun verlegen. Ich habe da schon was im Kopf, was ich da gerne machen würde. Aber dafür muss auf jeden Fall der Zaun hier nochmal ein ganzes Stück verlegt werden. Dafür mache ich mal eben die Bäumchen hier weg. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen dann etwas mehr Platz hier. Und wir machen das Ganze auch mit so einem Zaun. Warum ich diesen Zaun jetzt wähle, das erkläre ich euch gleich auch noch. Keine Sorge. Jetzt muss ich mich mal eben ganz kurz etwas konzentrieren, dass wir das hier mit einem vernünftigen Abstand alles machen. Ja, das war schon mal doof. So. Ich würde jetzt ganz gerne dann hier eine relativ gute Verbindung schaffen. Das machen wir am besten mal eben, dass wir hier ein Stück entfernen. Und dann können wir hier eine Direktverbindung schaffen. So, jetzt haben wir das Ganze etwas verkleinert, ist aber an sich jetzt nicht schlimm. Ihr werdet gleich sehen, warum ich diesen Platz brauche. Weil ich möchte das ja alles noch ein wenig schöner gestalten, hier den Zwischenbereich. Weil es sieht ja ein bisschen langweilig alles aus. Aber wir schauen jetzt mal, ob wir das wirklich alles so hinbekommen. Ich hätte tatsächlich gerne noch hier hinten in der Kurve einen Turm, muss ich sagen. Der dann auch nochmal auf das Gehege blicken lässt. Ich frage mich ja, ob man dann über die Baumkrone rüberschauen kann. Vermutlich nicht, aber das werden wir dann gegebenenfalls noch ändern mit den Bäumen hier. Mal schauen. Ich warte mal eben, bis sie fertig ist und dann gucken wir mal.
So, der Turm ist fertig, soweit. Ich habe in der Zeit, bis ich gewartet habe, bis es wieder ein bisschen heller wird, hier schon mal einen Weg entlang des Zaunes verlegt. Den werden wir auf jeden Fall brauchen. Und wir können mal eben schauen. Ja, so ein bisschen Sicht hat man schon auf die Tiere. Allerdings sind die Bäume vor uns natürlich jetzt mega im Weg. Das werden wir aber später lösen, das Problem. Wir schauen jetzt erstmal hier, dass wir das so hinkriegen, wie ich es mir hier vorstelle. Ich würde tatsächlich gerne hier erstmal eben das Land anheben wollen, hier ein bisschen. Das wird nachher alles ziemlich happig werden hier von den Höhen her, weil das sehr, sehr bergig und höhenunterschiedlich ist hier. Aber wir machen jetzt erstmal hier drumherum wieder so ein bisschen Wege, so wie hier oben. Also so ähnlich hier wie hier, habe ich das jetzt vorgesehen. Mal schauen, ob wir das auch so schön hinbekommen, weil das gefällt mir echt gut. Wird jetzt wieder ein bisschen knifflige Arbeit, aber ihr könnt ja mal dabei sein. Vielleicht kriegen wir das ja zusammen ganz gut hin. Dann seht ihr auch mal, wie ich das immer so mache. So. Wie mache ich das denn am besten? So, jetzt erstmal hier lang. Ja. Das ist ja wirklich Fummelarbeit. Also das kann echt schon mal ein bisschen dauern. Aber ich finde, es lohnt sich. Also das Endergebnis gefällt mir dann immer doch sehr gut. Da, von der Seite geht es besser. Sehr schön. Haben wir das schon mal. Dann das nächste, was schwer ist, wird diese Schräge. Die müssen wir jetzt im guten Winkel treffen. So. Kann man denn hier noch... Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Sehr schön. Ansonsten würde ich fast sagen, dass wir einfach nur so gehen. Ich frage mich gerade, ob das schon zu weit ist. Nee, das müsste eigentlich... Platz, obwohl ein bisschen zu weit ist es, glaube ich, schon. Wir machen mal so. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu weit ausholen, aber wir brauchen auch noch Platz. Jetzt müssen wir gucken, dass das ungefähr gleichmäßig wird. Ja, ich habe es jetzt mal nach Augenmaß gemacht. Wenn es nicht ganz gerade ist, ist es auch nicht schlimm. So. Sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir hier den Fitzel noch irgendwie wegkriegen. Genau. Seht ihr, und jetzt haben wir schon so eine echt, meiner Meinung nach, schicke Fläche hier geschaffen. Die runden wir jetzt hier noch ein wenig ab oder sowas, würde ich sagen. Dann können wir es dann am besten machen. Könnten wir rein theoretisch. Könnten wir einfach so machen. Ja, das geht doch klar, denke ich. Ich weiß nur gerade nicht, ob nicht die Fläche hier zwischen zu klein ist. Aber das könnte natürlich jetzt sein, weil ich möchte eigentlich... Oh, das wird hier super schwierig alles. So wie ich mir das vorstelle. Ich möchte eigentlich hier gerne Wasser haben. Zwischendrin. Aber das funktioniert noch, wie ihr seht. Okay. Das Wasser muss auf jeden Fall auf dieser Höhe sein. Ne, ist zu hoch, ne? Eieiei, wir sind gerade ein bisschen... Wir erhöhen gerade alles, das ist nicht gut. Ne, das ist nicht gut. Wir müssen mal eben das Wasser von hier aus ziehen. Ah, hier erhöhen wir auch. Okay. Ich glaube, wir erhöhen immer automatisch, so wie es aussieht. Ja gut, dann müssen wir damit leben. Dann müssen wir das alles jetzt ein bisschen angleichen hier. Aber ich denke mal, das mache ich jetzt mal eben so und dann bringe ich euch zurück, weil ich glaube, das ist nicht ganz so spannend, weil das ist wirklich viel knifflige Arbeit hier. Ich habe das Ganze jetzt mal hier noch ein bisschen umgebaut und umgetüftelt. Gefällt mir jetzt schon ganz gut. Sieht auch gerade mega nice aus mit der Sonne, ne? Ich habe schon wieder eine riesengroße Krankheit hier im Park. Ich habe es gerade fast verpeilt beim Bauen. Irgendein Dino hat niedrige Gesundheit. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Ich glaube, jetzt geht es wieder allen gut. Ja, sieht gut aus. Also, die Krankheit ist hoffentlich gleich besiegt. Schauen wir mal eben nochmal nach, bevor ich jetzt hier weitermache. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier ist noch ein letzter Kranker und dann können wir weitermachen. Kein Weg verbunden. Ah, das liegt da vorne dran. Ich dachte gerade. Ihr seht, ich habe das jetzt hier so gelöst. Jetzt haben wir dann sozusagen hier so einen kleinen Fluss zwischen. Wir ziehen natürlich gleich jetzt wieder Mauern. Eine Sache möchte ich hier noch ändern, definitiv. Ich möchte diese Zäune auf jeden Fall noch austauschen. Und zwar gegen solche. Aber nur an den Stellen, wo man dann auch im Endeffekt gucken soll, beziehungsweise kann. Hier müssen wir das einmal nochmal ändern. So, dann müssen wir nämlich
Mal gucken, ob wir das jetzt gut hinbekommen. Wir sind jetzt ungefähr so ein Stück, genau. Und dann können wir nämlich das zweite Stück so machen. Und den Hauptzaun, den möchte ich tatsächlich überall dann doch so machen. Weil ich das irgendwie optisch ansprechender finde. Das machen wir dann aber gleich den Rest des Geheges. Und ihr seht schon, an der Stelle, wo dann die Besucher langgehen können und gucken sollen, da ist dann so ein Zaun. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da hast du hier so einen dicken Zaun und da, wo die gucken sollen, die Besucher, hast du so einen Zaun, wo du durchgucken kannst. Finde ich ganz cool. Das mit dem Turm ist natürlich hier auch noch nicht ideal. Man sieht ja hier, der Baum ist noch davor. Das müssen wir natürlich dann auch noch im Gehege dann ändern später. Wir machen jetzt erstmal den Baum weg. An sich hat man dann wirklich eine schöne Beobachtungsposition hier, wie man sieht. Oh, die Dinos. Guck mal, wie viele da auch zu sehen sind. Das ist echt schön. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier weiter. Natürlich müssen wir hier wieder einen kleinen Zaun drum ziehen. Hier hinten müssten wir eigentlich auch einen Zaun machen wegen dem Wasser, aber das lassen wir, glaube ich. Ich glaube, wir machen das nur auf dieser Seite hier. Bin mir da aber auch noch nicht zu 100% sicher. Schauen wir mal eben. Oh, das klappt hier wieder super. So. Wunderbar. So. Der Baryonyx macht ganz schön Terz da hinten. Meine Güte, der ist aber laut am Schreien. Ist ja gar nicht. Das Ganze ist jetzt soweit fertig. Bin ich auch sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Allerdings ist hier hinten noch alles ein wenig uneben, wie ihr seht. Mal gucken, ob wir das hier noch ein bisschen retten können. Es wird jetzt sehr, sehr schwierig mit dem Wasser. Da seht ihr. Ich will eigentlich gar nicht das Wasser wegmachen hier. Mal schauen. Muss der Weg halt jetzt so uneben bleiben. Das können wir, glaube ich, jetzt nicht besser machen. Da sind da halt ein paar Hügel drin. Kann man nicht ändern. Wir können aber rein theoretisch hier den Weg nicht so gerade machen, sondern hier noch so eine Abrundung. Das würde ja rein theoretisch gehen. Wieso kann man das Wasser denn jetzt hier nicht näher dran machen? Das frage ich mich gerade. Woran liegt das denn jetzt schon wieder hier? So, jetzt schauen wir nochmal. Ich glaube, es geht wieder ein bisschen besser, oder? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Hat wahrscheinlich rein gar nichts geändert. So, wir pinseln ganz viel Wasser hin. Ja, viel besser geht's nicht. Also alles perfekt machen können wir leider nicht. Leider ist jetzt hier der Weg auch so ein bisschen... Na, ihr seht schon, aber gut. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ist leider ein bisschen ärgerlich. Aber das Wasser ist leider immer irgendwie auf einer anderen Höhe als mein Boden. Da habe ich irgendwas am Anfang des Parks falsch gemacht, glaube ich. Naja, so ist das, so ist das. Soll uns echt jetzt nicht weiter stören, also ich bin da eigentlich schon recht zufrieden hiermit. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch Bäumchen hin, so ein paar. Obwohl, ne, wir könnten auch mal hier Bäume weglassen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mal hier auch mal so ein Stück Wiese, warum nicht? So, machen wir hier Gras hin. In das Wasser können wir auch noch so vereinzelt Büsche machen. Und nicht zu sehr übertreiben. Aber sieht jetzt schon recht cool aus, finde ich. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Ist natürlich hier auch alles nicht so smooth, aber das Spiel gibt uns leider keine besseren Möglichkeiten hier. Tatsächlich möchte ich diese Rundung aber auch hier auf dieser Seite noch machen. Das ist mir wichtig. Oh, Susi schläft. Lass dich nicht stören von mir, Susi. Dann machen wir die Rundung auch mal hier. So. Ja, das sieht doch nice aus mit dieser Rundung, oder? Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Jetzt sieht das doch hier schon echt cool aus. Und dann kann man hier dann im Endeffekt durchschauen. Hm, finde ich gut. Vielleicht hätte man das noch ein Stück weiter machen können mit dem Zaun hier. Gucken wir mal eben. Ja. So ist gut, denke ich. Jo, das passt. Oder? Fand ich das andere besser? Ne, ich glaube, ich finde das andere besser. So finde ich, glaube ich, besser. Und dann machen wir hier auch eine etwas größere Fläche, würde ich sagen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier lösen. Ich möchte hier auf jeden Fall ein bisschen mit Wegen und so arbeiten. Wir machen erstmal das Wasser weg.
Das soll uns nämlich jetzt noch gar nicht stören hier beim Bauen. Ha, das stört mich leider echt hier mit diesem Dings. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch eine Lösung für finde. Aber machen wir, wenn dann, oder mache ich am besten ohne euch dann. Weil das ist so eine Sache, die hält einen einfach nur mega lange auf. Hier ist auch alles ein bisschen uneben, sehe ich gerade. Eieieiei. Bisschen glätten. So, jetzt passt das wieder. Was macht die Ziege denn hier? Wo bist du denn ausgebüxt? Denkt sich so, Freiheit, yay. Hast du dir verdient, Ziege. Der Platz ist jetzt erstmal in dieser Form geworden. Warum er so geworden ist, weiß ich nicht. Finde ich ganz schick. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir das hier handhaben. Weil wir müssen ja auf jeden Fall hier eine Wegverbindung haben. Und ich würde ganz gerne, wenn wir das wirklich so machen, dass das nur über die Einschienbahn erreichbar ist, dann wäre das ja ungefähr so irgendwie mit dem Wasser. Ja, oder noch vielleicht ein bisschen mehr ausgeholt. So, dass wir mehr Platz haben. Und dann könnten wir nämlich hier noch ein paar Restaurants und so wieder unterbringen. Oder sogar ein Hotel. Ne, ein Hotel brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja hier ein Hotel. Das ist ja gar nicht so weit entfernt. Ja, vielleicht können wir hier wieder ein paar Geschäfte unterbringen. Die Frage ist nur, die sind ja relativ groß. Wir könnten hier so eine... Vielleicht hier zwei Geschäfte. Eins, zwei. Hier ein Geschäft. Und hier ein Geschäft. Ja, das könnten wir mal eben gucken, ob das soweit funktionieren würde. Machen wir doch mal eben den Weg länger. Mal eben hier zum Testen vom Rand aus, dass es schön gerade ist. Und dann ziehen wir mal die Wege so. Dann können wir hier schon mal unsere zwei Geschäfte auf jeden Fall platzieren. Machen wir mal einen Souvenirladen. Finde ich immer ganz schick. So, einen Souvenirladen. Und einmal ein Restaurant. Ich weiß nicht, ob das schon zu weit hinten ist. Ich glaube, es wird schon zu groß jetzt hier, die freie Fläche. Da müssen wir mal schauen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Ja, das haben wir. Was können wir denn noch hier machen? Souvenirladen haben wir, Restaurant haben wir. Wie wäre es denn mit einer schönen Bar? Können wir hier an den Rand machen. Und zu guter Letzt könnten wir hier noch ein... Sieht denn der Kleiderladen aus? Und rein theoretisch könnten wir hier einen Kleiderladen noch machen. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Wegen handhaben. Rein theoretisch könnten wir die ja dann hier auch lang führen. Hier hinten brauchen wir den ja dann rein theoretisch gar nicht mehr. Dann könnten wir einfach... Das ist schon wieder alles uneben. Seht ihr das? So, das Ganze hat jetzt funktioniert. Ich musste die beiden Läden nochmal setzen. Habe jetzt auch statt dem Fastfood-Restaurant ein normales Restaurant gebaut, weil ich das schöner finde. Einfach vom Gebäude her. Und dann haben wir jetzt hier rein theoretisch eine Verbindung. Hier einen Verbindungsweg. Könnten das hier noch etwas besser lösen. Sehe ich gerade. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle auch nicht hin. Könnten wir das so machen. Ich weiß nicht, ich lasse das erstmal so. Das sollte eigentlich passen. Sieht von oben eigentlich ganz okay aus. Also es ist jetzt auch nicht mega geil, aber es sieht okay aus. Das Ganze sollten wir dann auch wieder umranden mit einem Zaun. Was hier auf jeden Fall noch fehlt, ist definitiv ein Schutzraum. Den sollten wir gerade mal eben noch schnell machen. Den packen wir mal. Den packen wir mal einfach hier hin. Das passt so, denke ich. Dann hier einfach einen Weg ab. Perfekt. Und damit haben wir dann hier so einen kleinen Bereich wieder geschaffen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, wenn wir das Wasser hier anheben.
und dann haben wir sowas wie so einen kleinen Fluss, der hier durchführt. Der wird mir hier tatsächlich schon so ein bisschen zu dick, muss ich sagen. Aber so ist das schon relativ gut. Schade, dass es hier nicht näher rangeht. Das geht sogar. Liegt aber, glaube ich, echt am Höhenunterschied, den ich hier drin habe. Aber gut, das können wir jetzt leider nicht ändern. Bin ich damit zufrieden? Bin ich damit nicht zufrieden? Ich weiß es nicht. Ist echt schwer einzuschätzen. Da bin ich wieder zurück, meine Freunde. Mir hat das alles so nicht so richtig gefallen, wie ich das gerade gemacht habe. Deswegen habe ich es nochmal abgerissen. Ich habe das mit dem Weg jetzt so gelöst. Das finde ich eigentlich ganz schick. Und ich habe auch hier hinten das alles noch so ein bisschen anders gelöst, wie ihr seht. Also ich habe hier es nicht direkt am Wasser gemacht. Finde ich eigentlich ganz cool so. So ein paar Bäume und Büsche hier hin. Sieht meiner Meinung nach jetzt recht nice aus hier, oder? Also ich finde es schick, wenn man das sich so anguckt. Hier führt dann so der Fluss lang. Und jetzt machen wir natürlich trotzdem hier noch ein paar Geschäfte, bauen wir hier ein. Den Souvenirladen hätte ich trotzdem gerne auf jeden Fall. Und ein Restaurant natürlich. Essen darf nie fehlen. Müssen wir mal eben hier ein paar Bäume und Wasser wegmachen. Das können wir dann im Nachhinein wieder etwas anders gestalten dann. Natürlich. Aber ein paar Geschäfte müssen auf jeden Fall sein. Ohne geht nicht. So. Und gegebenenfalls könnten wir noch ein Fossiliengeschäft hier hin machen. Oder geht da irgendwas anderes hin vielleicht? Oh, hier ein Fastfood-Restaurant würde gehen. Aber ich habe ja schon ein Restaurant, deswegen wäre... Oh, der Souvenirladen geht hier hin. Dann machen wir den hier hin. Und dann reißen wir den hier ab. Und dann können wir nämlich hier eine Bar hinmachen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir eine Bar und ein Restaurant hier. So. Genau. Und dann haben wir hier noch ein Dings. Ein Souvenirladen. Allerdings wird es dann mit dem Schutzraum wieder sehr eng. Müssen wir mal schauen, ob wir den hier noch unterkriegen. Gucken wir mal. Schutzraum. So. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Weg ab. Das sieht ganz gut aus. So. Ah ne, ich möchte den Weg natürlich dann auch bei der Tür haben. Ich glaube, hier wird dann die Tür sein im Endeffekt beim Schutzraum, oder? Oder ist das jetzt nur beim Bauen? Wir schauen mal. Also ich mache dann so auf jeden Fall die Tür hin, Schutzraum. Hier führe ich dann gleich noch den Zaun weiter auf jeden Fall. So, wie gefällt mir das denn jetzt hier? So, so, so. Kriegen wir denn hier noch ein paar Bäume hin? Das wäre schön. Natürlich nicht. Schade. Das ist echt blöd, ne? Jetzt habe ich hier schon wieder so viel Freiraum und weiß nicht, was ich da hinmachen will. Jetzt könnte ich da rein theoretisch wieder als einziges Deko-Element Zäune machen. Wie immer. Aber geht leider nicht anders. Es gibt einfach keine Deko in diesem Spiel. Das ist echt schade, schade. Aber ich glaube, mit Zaun wird es trotzdem besser aussehen. Ist auf jeden Fall besser als nix. Noch einfach. Ich weiß nicht. Also hier an die Kurve hätten wir, glaube ich, auch kein anderes Geschäft machen können. Ich könnte ja nochmal eben ausprobieren, ob wir das irgendwie anders platziert kriegen oder so. Irgendwie diese Lücke. Ich weiß nicht, ob die mich stört. Ich meine, diesen geschwungenen Weg finde ich schon echt cool eigentlich. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich hier noch ein bisschen das Wasser wegmachen werde. Hier kann das gerne wieder hin. Hier so ein bisschen abgerundet wird. So. Ja, hier ein bisschen rüber. Ihr seht ja, die Tools, die sind auch echt ungenau, ne? Also die müssen da echt noch viel machen, die Entwickler an dem Spiel. Dass ich mich hier noch mehr austoben kann. Weil, dass ich auf so eine große Fläche hier keinen Baum setzen kann. Oder hier, noch schlimmer, ist echt doof. Also man hat dann immer so freie Flächen, wo man gar nichts hinmachen kann, außer Büsche. Aber mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Was soll ich machen? Das Einzige, was ich noch dahin machen könnte, wäre so ein Ding.
Und das ist ja in meinem Fall auch Schwachsinn. Außerdem wolltet ihr das Ganze ja ohne diese Dinger. Aber wir machen dann erstmal die andere Seite, ja? Und dann gucken wir gleich, was wir dahin machen. Guck mal, da kommen schon die ersten Leute aus der Gyrostation. Hoffentlich glücklich. Und so. Also auf der rechten Seite gefällt mir das schon ganz gut. Bäume werde ich hier wahrscheinlich auch keine hinkriegen. Nee. Aber dann dafür dahinter. Willst auch nicht zu sehr übertreiben mit Bäumen. Ja, gerade beim Wasser jetzt hier. Einfach noch ein paar entfernen. Aber auch nicht zu wenig. So ein paar Bäumchen. Ich weiß nicht, ob ich hiermit zufrieden bin. Ich finde die Lösung auf jeden Fall schon schicker als die davor. Aber auch noch nicht ideal, muss ich sagen. Vielleicht fällt mir ja nochmal irgendwann was anderes ein. Aber ich denke jetzt erstmal, ist es eine ganz schicke Lösung für hier, oder? Also wenn man sich das so anguckt, kann man hier in die Gyrostation. Da hinten dann zum Beobachtungsturm. Also das hier hinten finde ich schon sehr, sehr nice. Das gefällt mir. Der Bereich gefällt mir mittlerweile auch ganz gut. Ja, es ist nur dieser Bereich, der... Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, wie ich das hier ein bisschen ändern könnte oder so. Vielleicht könnte ich hier noch einen anderen Laden mit dazu machen oder so. Gibt es hier noch irgendwas Kleines, Knackiges? Nee, sieht nicht so aus. Na, schade, schade. Aber an sich ist es ja schon recht ordentlich, denke ich. Ich würde sagen, wir ändern jetzt nochmal eben hier die Zäune von unserem Gehege. Das wird auch nochmal happig, wenn man das gar nicht sieht. Aber es geht ja zum Glück mit diesem Tool recht einfach. Und zack, das sollte schon gewesen sein. Ja, das ging doch mal ratzefatze, oder? Nicht schlecht. Vielleicht hat man hier sogar noch einen Beobachtungsturm machen können, aber nee, ich glaube, das hat auch keinen Sinn. Ah, hier vorne, die Ecke, müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Rein theoretisch können wir die aber so lassen. Ein paar Büsche drauf. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich finde das immer ganz geil. Es gibt so ganz kleine Bäume, die manchmal stehen bleiben. Da, seht ihr die kleinen Bäume da? Ich zeige euch mal ein Beispiel. Hier, zum Beispiel, seht ihr den kleinen, die kleine Palme? Die kann man auch mit etwas Glück dann haben. Finde ich immer sehr, sehr nice. Sieht immer schön aus. Aber gut, so ein paar Büsche reichen da oben jetzt auch. Mir persönlich machen wir hier noch ein bisschen mehr Waldwerk hin. Und dann sollte man eigentlich eine super Sicht haben. Ja, hier rechts fehlt vielleicht noch ein Bäumchen oder so. Sieht ein bisschen kahl aus, wenn ich ehrlich bin. Aber einzelne Bäume setzen ist immer nicht so einfach. Machen wir mal so. Kann man so unten durchgucken. Und hier kann man dann oben drüber gucken. Finde ich ganz schick. Also das Gehege ist doch jetzt ganz nice geworden. Der Bereich hier vor gefällt mir einigermaßen gut, aber auch noch nicht ideal. Vielleicht habt ihr noch gute Ideen, was ich hier machen könnte. Vielleicht könnte ich auch... Wartet mal, ich habe mal eine Idee, die ich noch eben ausprobieren möchte. Vielleicht könnte ich auch hier einfach den Bereich... sozusagen auch auskleiden. Guck mal ungefähr, wie das aussieht. Also ich würde das dann natürlich hier noch ein bisschen besser machen vom Winkel. Meint ihr, das würde besser? Ich glaube, das würde besser aussehen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euch im Endeffekt besser gefällt. Natürlich jetzt schwierig, hier einen guten Winkel zu kriegen. So ist es, glaube ich, recht ordentlich. Ich glaube, das gefällt mir besser. Dann könnten wir hier nämlich jetzt den Zaun lang führen. Und dann sieht das, glaube ich, ganz schnieker aus. Probieren wir es doch mal aus. So als letzte Tat. Na, komm schon. Ich habe mir jetzt im Endeffekt überlegt, ich lasse den Zaun einfach weg. Eigentlich sieht das doch ganz schick schon aus hier. Also kann man auf jeden Fall so lassen, finde ich. Ist mal was anderes. Und wir wollen ja überall so ein bisschen Abwechslung im Park haben. Und wenn ich mir das jetzt so von oben angucke, finde ich die Ecke schon echt nice. Also es sieht schon gut aus, oder? Kann man auf jeden Fall so lassen. Und ich meine, guckt euch mal den Park an. So jetzt nochmal im Gesamtbild. Wenn man hier mal so rumfliegt. Sieht schon echt schick aus überall, oder?
Also mir gefällt er wirklich, wirklich gut. Ich hoffe euch auch. Ihr könnt ja nochmal schreiben, ob euch das mit dem Weg so besser gefällt oder wie es vorher war. Ja, meine Freunde, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder einen netten Kommentar von euch freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren. Also das kennt ihr ja, das ganze Spielchen. Und damit würde ich mich jetzt verabschieden. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Dandy.